Moin Moin und hallo, herzlich willkommen bei Game 2. Vor kurzem musste sich John noch Diablo Immortal antun. Heute kriegt er es mit der nächsten großen Enttäuschung zu tun. Saints Row hat nämlich aller Voraussicht nach, sagen wir mal, nicht wirklich überzeugt. Und das ist eigentlich auch die perfekte Überleitung zur Gamescom, denn auch da gehen wir ein bisschen mit gemischten Gefühlen raus. Aber wie letzte Woche schon angekündigt, haben wir uns unser absolutes Highlight noch für diese Woche aufgespart, und zwar das Indie-Lineup der Messe. Und was es da alles so zu sehen gab, das haben wir hier nun einmal für euch zusammengefasst. Wow. Also vornehmlich, ich habe das gemacht, du hast jetzt ja nicht so viel damit zu tun. Jetzt wirklich, ja. Hallo, wir sind bei der Indie Arena Booth. Und das wird richtig, richtig geil. Willkommen bei dem Format, auf das ihr eine ganze Woche warten musstet. Indie Arena Booth. Und ich habe auch schon gleich das erste Spiel gesehen. Ja. Lassen wir uns jetzt cool angucken. Genau, die gucken wir uns richtig cool an. Wie verrückte People das immer so machen. Vibe hat uns schon eingenommen. Mach einen Schwenk. Ja. Yeah. What the bet. Wir versuchen uns nicht zu erschlagen, aber wir suchen nach Spielen, die den Highscore schlagen können in unseren Herzen. Wow. It's got love between two guys. Willst du was dazu erzählen, was er da tut? Jo, das ist What the Bet, ja. Von den Machern von What the Golf. Natürlich. Baseball ist der letzte Sport, den wir nicht mögen. Und deshalb haben wir uns gefragt, was können wir verbessern an Baseball? Ja, es ist quasi so Alltagssituation eben, was man macht, wenn man Baseballschläger anstatt Händen hat. Wusstest du, was du da machst? Deswegen habe ich nämlich zwei Schläger. Ah! Das habe ich noch nicht probiert, aber ich frage mich, ob ich es hinbekommen würde. Echt? Ja. Ist das so richtig, was er da macht? Weißt du, wie ein Toaster funktioniert? Ach so. Ja, jetzt hat er's. Oh! Da war's. Das wollte ich. Hast du mitbekommen, dass ein Selfie ausgedruckt wurde währenddessen? Ich hatte ein Selfie gemacht. Guck, das bin ich. Ja, auch sehr gut getroffen auf jeden Fall. Ja. Ähnlichkeit ist da. Hättest du jetzt blonde Haare. Stimmt. Hey Leute, ich unterbreche mal gerade den witzigen Rundgang. Keine Sorge, geht gleich weiter. Aber ich habe ja auch noch ein paar Perlen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Ich hatte nämlich die Möglichkeit, bei Thunderful Games vorbeizuschauen und ein paar Indie-Titel anzutesten. Unter anderem war da Planet of Lana dabei. Zu dem Artstyle des Puzzle-Adventures muss ich ja wohl nicht viel sagen. Der sieht nämlich nicht nur echt schön aus, sondern gab auch den Startschuss zur Idee des Spiels. This whole project started with this image that I painted in Photoshop 5 years ago. And the core idea of the game was then born. And it's very, you know, inspired by games that I grew up with as well, like Another World and Flashback and also Oddworld. But also modern games like Inside and Limbo. And then obviously it's very like Ghibli inspired. Die Inspiration von Studio Ghibli merkt man übrigens auch bei der Story. Kleines Mädchen rettet mit niedlichem Sidekick die Welt. Nicht krass originell, aber ganz süß. Auch die Rätsel waren für den kurzen Test auf der Gamescom ganz nett. Die beiden Entwickler haben aber versprochen, dass die mit der Zeit anspruchsvoller werden. Sollte das dann bei Release auch der Fall sein, ist mir Planet of Lana definitiv eine Empfehlung wert. Weiter ging's mit Lego Brick Tales. Hier geht es nicht darum, irgendeine Filmreihe nachzuspielen, sondern um die eigentliche Essenz der kleinen Steinchen. Kreatives Bauen. In den kleinen detaillierten Welten müsst ihr immer wieder neue Dinge aus Lego-Teilchen zusammenbauen, die euch auf eurem Weg weiterhelfen. Und ich muss schon sagen, dass mich das Konzept echt abgeholt hat. Die kleinen, komplett aus Lego gebauten Welten sehen echt gut aus und das Bauen verlangt schon ein bisschen Einfallsreichtum. Die Steuerung war bei meinem Test mit dem Controller noch etwas hakelig, aber Projektmanager Matthias Hilke versicherte mir, dass daran noch gearbeitet wird. Ansonsten kann ich nur sagen, wer früher schon Spaß daran hatte, kleine Klötzchen zu etwas Großem aneinander zu bappen, sollte Lego Brick Tales mal im Auge behalten. Paper Cut Mansion hat nicht nur ein einzigartiges Design, sondern ist auch eine besondere Mischung aus Roguelike, Horror und Escape Room. Neben den handgezeichneten Figuren, Räumen und Animationen hat mich das Gameplay überraschenderweise echt gefesselt. Die Villa bietet viele interessante Räume, NPCs und Quests, weshalb das Erkunden schon innerhalb der kurzen Demo sehr viel Laune gemacht hat. Nur die Kämpfe haben für meinen Geschmack noch zu wenig Wumms. Da müssten die Space Lizard Studios vielleicht nochmal ran.
Wenn man den Fokus aber eher auf das Erkunden und den Grafikstil legt, ist Paper Cut Mansion ein wirklich interessantes Spiel, das ich mir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten werde. So, das war's auch schon von mir. Ab geht's wieder in die Indie Arena. Okay. Vorne links, große Kugel. Das klingt nach uns. Unser erstes Game ging berghoch. Das ist unser zweites Game. Es geht bergab, rollt die Kugel weg von Sissy Fox. Und ja, es ist so ein bisschen Time Attack. Das heißt, der Fuchs rennt ja eigentlich hinterher. Am Ende catcht er die Kugel. Also Last of Us ist ein Scheiß dagegen. Ja, auf jeden. Also, das ist auch so euer Vorbild wahrscheinlich. Ach, Vorbild. Wir wollten weitergehen. Oh, das finde ich gut, das finde ich gut. Wie macht er sich denn hier eigentlich? Ich kann das gar nicht beurteilen. Ist es gut oder schlecht, was er? Also er rackert sich ganz schön ab. Ja. Er bräuchte die Hälfte nur machen, aber ich sag dazu einfach mal nichts. Was? Oh. Ja, hingucken hilft auch manchmal. Ja. Hast du das Level schon mal geschafft eigentlich? Den ersten Teil schon. Ach so. Also wir haben 4 verschiedene Biome und du hast bisher, glaube ich, erst 1 entdeckt. Okay, reicht auch. Okay. Oh, Nasty, hast du 2 Sekunden Zeit? Geil, wir spielen jetzt mit Nasty in Brawler, das wird cool. Ja, okay, also ich bin wer will das Gebäude spielen? Ich bin eine Ruine. What? Hast du ein Gebäude auf mir gebaut? Er ist halt ein Gebäude. Bijo, geh doch mal weg. Warum denn? Oh, Alter! Okay, wie geht das? Yes! Ich weiß nicht, was ich tue, das ist aber ein super Move. Geil. Und ich gucke irgendwen an, ich bin richtig. Ja, da ist der erste Down. Was ist das? Was? Komm doch her. Es war so viel Bällchen. Yes! Alter. Ja, guckt euch das krasse Team an, ja? Das ist ja wohl ganz klar, warum wir gewonnen haben. Also deiner ist ja einfach nur ultra nervig. Oh mein Gott. Das ist immer so scheiße. Nur rumgerollt. So redet aber ich krieg nix. War okay. Jetzt muss ich uns gerade mal kurz selber in die Parade grätschen. Ich habe da nämlich noch mehr. Unter anderem war ich noch bei Publisher Raw Fury, wo es auch jede Menge geilen Scheiß gab. Vergangenheit, Basti, übernimm mal. Ich habe gerade Domekeeper gespielt und ich mochte schon den ganzen Style vom Spiel. Jetzt weiß ich auch, was es spielerisch ausmacht und das ist echt ein richtig, richtig gutes Rogue-like mit, das habe ich mir jetzt zumindest sagen lassen, minimalen Light-Elementen. Man muss ein bisschen buddeln, Ressourcen sammeln, kommt wieder hoch, baut diesen Dome aus und versucht diese Kuppel zu verteidigen. Und dieser recht simple Spielablauf, der macht halt sofort Klick. Eigentlich war ich nach einer Minute sofort drin, wusste, was ich machen sollte. Genau, und jetzt wirst du auch schon angegriffen. Unten blinkt's noch. Da sollst du auch dringend zurück. Ja, ich nehme nur was mit. Geld haben ist auch wichtig. Ja. Habe ich sehr gut gemacht, oder? Also ich finde, mein Dome sieht noch sehr heil aus. Fang den ruhig mal ein. Ist für die erste Welle schon in Ordnung. Und ich mag auch diesen Ansatz, dass man in dieses Spiel geworfen wird und das Spiel irgendwie gar nicht groß einen bei der Hand nimmt, sondern einfach sagt, ja, probier dich aus. Oh, es gibt eine Story. Nee. Okay. Ich dachte, eine Zwischensequenz. Ja, das ist quasi alles, was es. Okay. Ich habe jetzt richtig, richtig Bock. Und das sage ich, obwohl ich jemand bin, der eigentlich keine Roguelikes sonderlich mag. Aber ich habe die Hoffnung, dass mich das nachher sehr, sehr glücklich machen wird. Domekeeper, geiles Ding. Ja, American Arcadia war auf jeden Fall ein richtig, richtig, richtiger Geheimtipp. Es ist ein sehr fantastisches, Inside-Limbo-mäßiges Puzzle-Plattformer-Ding, aber gleichzeitig auch wieder Puzzle-Adventure aus der Ego-Perspektive. Und was das Spiel so einzigartig macht, ist ein bisschen die Inszenierungsweise, dass man da anfängt mit einer Interview-Szene. Von da aus wechseln wir in einen 2D-Plattformer und von da aus springen wir dann plötzlich in die Ego-Perspektive und müssen wieder auf einer anderen Seite parallel zu dem, was da gerade passiert, ein weiteres Rätsel lösen und das geht alles so geil fließend ineinander über. Und das ist, glaube ich, das, was mich so wahnsinnig daran geflasht hat. Wir waren jetzt noch relativ am Anfang, die Rätsel waren noch relativ überschaubar. Das Plattforming, das war stellenweise noch ein bisschen hakelig, aber ich glaube, das werden die im Nachhinein dann doch noch so polischen, dass das alles so ein schöner, smoother, geil inszenierter Puzzle-Plattformer-Ego-Adventure-Mix wird. Und alleine dieses Wort auszusprechen, sagt schon alles. Es ist wunderschön frisch und ich habe da richtig Bock drauf. That was very fun. Thank you. Looking forward to it. Thank you.
Als nächstes war Friends vs. Friends dran, das einen kompetitiven Fun-Shooter nimmt und Deckbilder-Elemente untermischt. Vor jeder Runde werden zufällige Karten aus dem eigenen Stapel gezogen, die unterschiedliche Vorteile mit sich bringen. Nehme ich mir eine Schrotflinte und vergrößere den Kopf meines Gegenübers, damit keine Kugel das Ziel verfehlt, oder setze ich lieber auf eine MG und erhöhte Laufgeschwindigkeit? So oder so will vor dem Bleigepuste ordentlich taktiert werden, um das Gegenüber möglichst geschickt auszuspielen. Ja, Matthias, Friends vs. Friends. Ja. Das haben wir gerade zusammen gespielt, obwohl wir jetzt vielleicht keine Freunde mehr sind. It was a good combination. I made you slow and I had the automatic AK-47 thing. Wie fandest du es denn? War ganz lustig. Ich bin ja jetzt gar nicht so der Shooter-affine Guy, aber insofern funktioniert das mit diesen Deckbilder-Elementen ganz gut. Man konnte da so ein bisschen sein mangelndes Shooter-Expertisen-Dasein ausgleichen. So wie du? So wie ich. Aber es hat mir zum Sieg verholfen. Du hast zweimal gewonnen. Ich habe einmal gewonnen, immerhin. Ja, also hab ich doch gewonnen. Ja, naja, also. I can't hit shit. Okay. Slice and dice. Too much tips on this side. That's unfair. Also ich finde halt geil, dass du halt auch da so super viele Kombinationen halt irgendwie entwickeln kannst. Du kannst dir halt schon eine Taktik bereitlegen. So, das finde ich geil, dass die halt untereinander irgendwie funktionieren. Come on. Yes. Das Balancing könnte schwierig sein. Und was ich halt sagen muss, das Shooter-Gameplay an sich fühlt sich jetzt halt auch nicht ultra geil an. Weißt du, es ist halt alles stimmt, so sehr luftig. Okay, schießt du aus der Hüfte und das könnten sie noch ein bisschen verfeinern, dann wäre ich, glaube ich, richtig happy. Aber es hat schon trotzdem einen sehr guten Eindruck gemacht. Ich denke, der Fun-Aspekt ist da ganz, ganz klar im Vordergrund. Das stimmt. Und Fun hat's gemacht. Wir sind jetzt hier bei Devolver. Normalerweise ist es so, wenn wir bei Devolver sind, dass wir auch begleitet werden von einem Dev oder einer Entwicklerin. Aber leider ist hier gerade so ein bisschen Chaos und es gibt niemanden, der mit uns reden kann. Deshalb reden wir einfach miteinander. Das ist das Gute, dass wir auch miteinander reden können. Wir verstehen uns ja auch ganz gut. Halt die Fresse. Genauso. Hammer. Genauso. Und genauso gut wie dieser Einstiegsgag war auch das erste Spiel Terra Nil. Ein Reverse-Aufbaustrategiespiel, bei dem man mal nicht die krasseste Kapitalistenmetropole aus dem Boden stampft, sondern die Natur wieder herstellen muss. Soweit ich das verstanden habe, ist es auch gar nicht so wirklich mit Aufstrauchbatterie. Ja. Es ist eher ein Puzzlespiel. So. Dabei muss man sich mit den wenigen Ressourcen, die zur Verfügung stehen, den Boden wieder grün puzzeln. Dafür wollen energieliefernde Windräder, Reinigungs- und Bewässerungsanlagen geschickt platziert werden. Man hat hier nicht viele Möglichkeiten, aber genau das ist auch cool daran, dass man genau überlegen muss, wie man diese Ressourcen nutzt, um die Karte wieder möglichst grün zu machen. Das ist halt echt so ein bisschen fast wie Tetris mit so Wiese. Ja. Du musst immer gucken, dass du die Fläche komplett ausfüllst. Wie viel grüne Energie gibst du diesem Spiel? 80% grüne Energie. 80 grüne Energie. Das nächste Spiel war Angerfoot, aber vorm Zocken war erstmal Umsetzen angesagt. Wie sitzt du denn hier? Sollen ja Witze sein. Ja, wie sitzt du? Du hast voll die kleinen Beine. Nee, ich habe einfach nur Schmerzen ausgehalten. Ja, warte, das ist einfach ein Block. So ist besser, ne? Ja. Ich kann dir Angerfoot ganz schnell erklären. Ja. Pass auf. Fängt langsam an. Da ist immer noch keine Musik. Meine Ohren sind sehr schlecht. Ja, du solltest mal zum Ohren gucken. Okay. Angerfoot, ne? Weißt du, woher das kommt? Vom Fuß, von deinem wütenden Fuß. Und jetzt, pass auf. Damit ist Angerfoot auch schon ziemlich gut zusammengefasst. Hier werden Reptiloiden aus dem Leben gekickt oder weggeschrotet. Egal ob bei euch oder beim Gegenüber, reicht ein Treffer fürs K.O. Simples Spielprinzip, aber auch effektiv. Ich habe auch richtig Bock zu kicken jetzt. Man muss aber ein bisschen vorher schon kicken, weil es eine Weile braucht, bis der Fuß ausgefahren wird. Ist ja auch Angerfoot und nicht Fastfoot. Ah. Was sagst du zu Angerfoot? Ja, also auf jeden Fall kann man richtig geil kicken, wie der Titel schon vermuten lässt. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass es halt nur dabei bleibt. Schon nach den paar Leveln dachte ich, alles gesehen. Ja, ich habe jetzt alles gesehen und alles gemacht, aber natürlich, die Musik geht ab. Es ist super leichtes, eingängiges Gameplay. Muss halt nur noch geiler werden mit jedem Level oder schwerer. Ja, die KI ist halt sackdumm, was den Soundtrack angeht. Ich finde auch, da müsste noch ein bisschen mehr passieren. Der hat so eine ganz leichte, schnelle Spitze und dann fällt er wieder ab. Also da baut sich nie was auf. Ich will die Musik letztendlich so fühlen wie er hier. Ich glaube, dann müsste ich dir noch ein bisschen häufiger gegen den Kopf treten und dann würdest du es auch so fühlen wie er. So, und jetzt genug von Füßen und zurück zur Indie Arena. Moin. Moin. Wir haben euer Spiel gesehen und wir würden das Spiel gerne spielen. Was ist das jetzt für ein Spiel, für das wir uns hier anstellen? Okay. Ganz normal. Das ist praktisch ein Payload-Escort-Spiel. Man ist eine Gruppe aus 4 coolen Katzen. Man hat einen Wagen, man bringt den Wagen durch den Wald. In der Nacht greifen einen die anderen Waldbewohner an und die muss man halt dann abwehren.
Rennen. Sehr gut, noch eine Nacht überstanden, sehr schön. Sehr souverän, auf jeden Fall. Ich finde, das machen wir gut. Ich finde, das machen wir gut. Oh, shit. Sehr gut. Jetzt. Drauf. Ja. Jawohl, sehr schön. Geil, ey. Das war ganz einfach. Also, wenn man einen Run geklärt hat, dann schaltet man danach auch weitere Schwierigkeitsgrade vor. Okay. Gar keine Debatte. Wir sind froh, dass wir es geschafft haben. Ja, Gold. Geil. Sehr cool. Das hat sehr Spaß gemacht. Geil, ja, war witzig. Ja. Nicht cool. Oh, mein Bauch tut weh. Ich habe zu viel getrunken jetzt. Ich habe dir angeboten zu helfen, also mitzutrinken. Minasan, konnichiwa, yokoso. Gamescome. Ohayou gozaimasu. Also Paper Trail kommt eigentlich aus England. Wir haben aber ein internationales Team von 5 Leuten, die überall auf der Welt dran arbeiten. Und wir sind auch nominiert auf der Gamescom. Und wir kriegen vielleicht auch was. Ich hoffe mal sehr, wir finden es heraus. Paper Trail by Newfangled Games. Thank you so much. Die Brücke ist kaputt. Die Brücke ist auch kaputt. Aber jetzt kommt's. Und das ist der Clou von unserem Game. Ja. Man faltet es von oben runter wie Origami. Und wie das so ist bei jedem Origami, vorne und hinten ist ja oft mal anders bedruckt. Und genauso hier ist hinten eine andere Welt als vorne. Wenn jemand das auf die Wishliste stellt, dann kriegt man von mir einen kleinen Papierschmetterling. Das mal Merch, würde ich sagen. Selbstgemacht. Hammer. Während Markus und Basti sich bei der Indie Arena Booth vergnügen, habe ich bei D-Pad Studio vorbeigeschaut. Der hier heißt Simon und ist Art Director. Und das ist Programmierer Yoremi. Zwei der Macher des wunderschönen Pixel-Adventures Owlboy. Wir spielen gerade zu dritt Vikings on Trampolines. Vor ein paar Minuten haben die beiden aber noch gegrübelt, ob es okay ist, dass deren neues Spiel bei unserem Gamescom-Termin auf der Nintendo Switch vorgestellt wird. Denn diese Version ist aktuell noch gar nicht offiziell angekündigt. Aber nun, die beiden hatten nichts dagegen und vielleicht merkt sie auch niemand. Fingers crossed. Was man eigentlich in Vikings on Trampolines macht? Na, mit Wikingern auf Trampolinen herumhüpfen. Kooperativ im Abenteuermodus, wo ihr kurzweilige Herausforderungen meistern und Bosse plätten müsst, oder gegeneinander. Das Geschubse in der Luft versprüht Mario Party Minispiel-Charme und ist entsprechend chaotisch, aber aufgrund des simplen Spielprinzips und der Power-Ups macht es Laune. Dazu kommt, dass sich Vikings on Trampolines problemlos mit einer Hand spielen lässt. Da kann man sogar mitzocken und gewinnen, während man in der anderen Hand ein Mikrofon hält, um die Entwickler zu interviewen. So wie ich das gerade Beweise. Schon ganz witzig. Und jetzt darf Trant weitermachen. Ich hatte einen Besuch bei Kepler Interactive, um mir das herzerwärmende Chia anzuschauen. Die titelgebende Protagonistin sucht ihren Vater und muss dazu eine große Insel erkunden, die an Neukaledonien angelehnt ist. Was übrigens auch der Ort ist, wo das Spiel entwickelt wurde. Chia hat die besondere Gabe, Lebewesen und Gegenstände zu besetzen, um dann deren individuelle Fähigkeiten zu nutzen. Zum Beispiel Schildkröten zum Schwimmen, Vögel zum Fliegen oder auch Laternen, um Gegner in Brand zu setzen. Was mir beim Anspielen besonders gut gefiel, war, wie poliert das Spiel bereits wirkte. Weder an der Steuerung noch an der Grafik konnte ich irgendwas aussetzen. Es würde mich sehr wundern, wenn da noch was schief geht. Wer ruhigere, gute Laune-Spiele mit Erkundung, Rätseleinlagen und kleinen Geschicklichkeitsaufgaben mag, kann sich Chia schon mal auf den Wunschzettel schreiben. Kepler hatte aber auch etwas im Angebot, das für unser Indie-Segment fast zu pompös aussah. Aber Indie-Wurzeln hat es dennoch, denn es kommt von A44 Games, jenen Leuten, die Ashen gemacht haben. Flintlock – The Siege of Dawn wird ein Open-World-Souls-like-Rollenspiel, in dem ein alter Gott zurückgekehrt ist, um die Sterblichen auszulöschen. Dieser Bedrohung stellt sich die Heldin Nor Vanek entgegen, zusammen mit ihrem Gefährten Enki, einem magischen Fuchs, Drachen, Vogel, was auch immer, Tier. Gekämpft wird mit Nahkampfwaffen, aber auch mit rustikalen Schießeisen und Magie. Und auch Enki mit seinen magischen Fähigkeiten kann im Kampf unterstützend eingesetzt werden, ähnlich wie Atreus in God of War. Tatsächlich erinnert mich Flintlock auch eher an God of War als an klassische Souls-Likes, aber Game Director Derek Bradley gebrauchte den Begriff ganz unverblümt, also übernehme ich das so. Spielen konnte ich es auf der Messe nicht, aber dank der ansprechenden Grafik, den actiongeladenen Kämpfen und den interessanten Welten- und Gegnerdesigns sehe ich Flintlock optimistisch entgegen. Und nun weiter mit Dennis. Wir spielen jetzt Moving Out 2.
Der erste Teil war ein nettes Couchcore-Partygame, bei dem man endlich den ganzen Frust eines Umzugs erleben konnte, ohne aber die üblichen Rückenschmerzen davon zu tragen. Auch im Nachfolger schleppt ihr wieder Kisten und Möbel unter Zeitdruck ins Ziel. Nur, dass das jetzt auch online geht. Hinzu kommen einige neue Mechaniken und abgespacete alternative Dimensionen, die das Gameplay des ersten Teils verfeinern. Doch der Kern von Moving Out 2 bleibt weiterhin das gemeinsame Zocken auf der Couch. Bist du jetzt Toastgesicht? Ja, ich bin Toastgesicht. Du hast da gerade einen scheiß Karton hingetan. Ich mach die ganze Zeit das Richtige. I enjoyed that. Unser Kunstwerk selbst konnten wir zwar leider nicht filmen, aber anhand unserer Reaktion könnt ihr ja jetzt hoffen, dass das Spiel vielleicht genauso lustig wird wie der Vorgänger. Moving Out 2. Gutes Spiel. 3 Daumen. Beim Titel Serial Cleaners könnte man meinen, man hat das mit einem weiteren Couch-Koop-Spiel zu tun. Doch der Schein trügt. Tatsächlich spielt ihr eine atmosphärische Singleplayer-Story. Wie im Vorgänger Serial Cleaner Singular säubert man auch hier wieder fleißig Mafia-Tatorte und kehrt Morde unter den buchstäblichen Teppich. Im Sequel gibt es nicht nur neue Charaktere und Fähigkeiten, sondern auch eine aufgeputschte Grafik. Irgendwie schafft es der neue Zeichenstil sogar, die brutalen Tatorte ganz gemütlich und einladend wirken zu lassen. I'm humbled, Don Rayner. And definitely interested. In der Preview konnte ich alle Figuren einmal anspielen, die sich durch die verschiedenen Fähigkeiten auch sehr unterschiedlich anfühlten. Nebenbei müsst ihr auch immer wieder vor der Polizei fliehen. Die ist zwar einzeln dumm wie 3 Meter Feldweg, doch im Team kann euch die Hand des Gesetzes schon mal schnell erwischen. Im Ganzen sieht Serial Cleaners daher aus wie das Textbuchbeispiel eines guten Nachfolgers. Mehr Inhalt, krassere Aufmachung und Verfeinerung des bisherigen Gameplays. Könnte also geil werden. Jetzt aber erstmal zurück zu Markus und Basti. Mein Rücken tut weh, ich werde alt. Wir stehen auch schon sehr lange. Ja. So what's the plan? How do you We play against each other. Yeah. And hopefully we are having fun. That's the plan. Was? How? Perfektes Spiel. Ja, du fährst halt dahin und dann den Puck ins Tor. Das ist eigentlich ganz easy. Also der Torwart, der Wo ist der Ball? Oh, da. Der Ball vor allen Dingen. Okay, komm. Overtime. No. Hau ihn, hau ihn. Das ist gut, Alter. Ja. Yes. Ja. Master. Ich sag mal so, wir waren auf jeden Fall auf dem Feld klar die bessere Mannschaft, besser eingespielt, viel, viel mehr Torchancen rausgeholt. Aber wir haben gewonnen. Ja, also ja weil wir den anderen Leuten gewonnen. Gewinnen. Wir waren die cooleren. Ja, ja. Weil sie irgendein Videospiel gut spielen können, fühlen die sich jetzt geil. Da, oder stehen, da stehen wir drüber. Da stehen wir drüber. Ich hasse die! So sehen Sieger aus. So. Markus, das hat sich doch gut angefühlt, mal wieder die Indie-Arena für sich zu haben, oder? Ja, vor allem hat es sich gut angefühlt, neben dir mal wieder in Person, im Real Life hier auf so einer Messe zu sein und dann natürlich das Highlight der Messe mit dir zusammen erleben zu dürfen. Und tollen Spielen auch. Die Spiele waren auch toll. Es ist ein bisschen erschlagend groß tatsächlich dieses Mal gewesen, aber ja. Hat wieder saumäßig Spaß gemacht. Und jetzt gehen wir nach Hause, wir brauchen ganz dringend Schlaf. Tschüss. Ja, tschüss. Hier ist es nach Hause. Ey, weißt du, was das Gute an Saints Row ist? Ja, nichts. Nee. Was? Das hat, ich glaube, 63% bei Metacritic oder so. Das Gute daran ist, dass John nichts davon weiß. Wie jetzt? Also, naja, wir haben ihm Saints Row untergejubelt und er hat richtig Bock drauf. Du Scheiße, ey, das können wir doch nicht machen. Ganz doch, das ist die Rache dafür, dass er bei der Gamescom zu spät kam. Ja, okay, das ist ein guter Punkt. Na, sag ich doch. Viel Spaß, Johnny Boy. John. Hallo Freunde, es ist Montag und ich habe so Bock zu arbeiten. Freunde? Hallo! Die Patienten leiden unter schwerem Gamescom-Trauma. Sie brauchen absolut Ruhe. T-Shirts! Hier gibt's T-Shirts! Warum wir keine T-Shirts? Was haben die eigentlich? Ich meine, Gamescom war doch mega geil. Dann holt mal weiter rum. Ich habe noch einen Saints Row Beitrag zu machen. Saints Row?
Die Gamescom ist vorbei und sie hat jedem von uns so einiges abverlangt. Ich konnte zwar nur die letzten zwei Tage am Start sein, aber so habe ich zum Glück noch reichlich Treibstoff im Tank, um euch das neue Saints Row zu präsentieren. Ein Open-World-Spiel mit einer ordentlichen Prise Humor, Selbstironie und Action, die einem das Gesicht wegballert, da habe ich Bock drauf. Und dafür ist die Saints Row-Reihe, die sich mit ihren albernen Abenteuern eine eigene Open-World-Nische neben GTA aufbauen konnte, auch bekannt geworden. Nach einer Eröffnungssequenz, auf die ich später noch einmal zurückkommen werde, findet ihr euch im Charaktererstellungsmenü wieder. Manche Leute skippen diesen Part, kann ich total verstehen, aber hier funktioniert es echt gut, alle möglichen Regler hin und her zu schieben. 60 Minuten später war mein goldhaariger Bruder Samson der Vampir bereit, die Stadt Santo Eliso für sich zu erobern. The Saints are here to stay, baby! Frisch in unserem neuen Job bei der paramilitärischen Organisation Marshall Defense Industries beginnt eine typische Tutorial-Mission. Wir lernen die Basics, schießen auf explosive Fässer, besetzen ein Maschinengewehr und rotzen einen Handlanger nach dem anderen um, mit gewöhnungsbedürftigem Aim Assist und einem wieder aufladbaren Finishing Move. Ist zwar nichts Besonderes, aber die Cutscenes machen Spaß und der Verbrecher, den wir dingfest machen, verströmt einiges an Charisma. Holy shit! Tutorial vorbei und ab geht's in die Umkleide. Eine halbe Stunde später und mein Johnny Depp Look ist gefunden. Gott sei Dank gibt es noch ein paar weite Hosen. Diese Skinny Jeans hätte ich persönlich nicht verkraftet. Auf der Fahrt nach Hause habt ihr, wer kennt's nicht, Nachrichten von euren drei besten Freunden auf der Mailbox. Sind wir angekommen, rammen wir uns erstmal die Fahrertür in die Beine. Aua! Und dann die ersten Dialoge, bei denen es mir ab und zu kalt den Rücken runterlief. Die sollen euch unmissverständlich klar machen, dass alle in dieser WG echt richtig gute Freunde sind und sich verdammt nochmal lieb haben. Thanks. I was worried I added too much pepper. No, seriously, this is perfect. The only way this could be better is if you put on a fucking shirt. Dinner and a show, baby. Das Geld ist knapp und so überfallen wir eine Express-Kreditbank, cashen ein bisschen ab und machen uns aus dem Staub. Wir lernen während der Mission mehr über unsere vielschichtigen Freunde. Kevin ist der musikalische Wonneproppen der Truppe, Eli der Finanzguru und Nina kann richtig gut Auto fahren. Fans wissen, dass die Saints ihre eigene Gang sind. Und in diesem neuen Saints Row, das auch als Reboot der Serie vermarktet wurde, existiert die Straßenbande noch nicht. Wir müssen sie also erst gründen. Und wer käme dafür sonst in Frage als unsere knallharten TikTok-Gangsterfreunde? Let's get this shit started. You are now about to witness the strength of street knowledge. Straight out of Saints Row, ich bin irgendein Typ im Frack. Ich hab ein Startup und weiß, wie man Geld macht. Ich bin Nina und ich kann gut fahren. Was mein Kunststudium damit zu tun hat, kein Plan. Ich bin Kevin, man hat von mir gehört, Mann. Ich bin DJ und ich hab kein Shirt an. Warte mal, ist das alles? Ja, eigentlich schon. Ich komme straight out of Saints Row. Saints Row. Saints Row. Über euer Smartphone schaltet ihr neue Fähigkeiten frei und nehmt Haupt- oder Nebenmissionen an. Ich will die Open World von Santo Eliso erleben und entscheide mich für einen Auftragsmord. Mit etwas Holpern ist das Ziel schnell aus dem Verkehr gezogen und die ersten Dollar trudeln auf unserem Konto ein. Mit eurem Geld könnt ihr euch nicht nur Einkleiden und Waffen in den Geschäften der Stadt freischalten, sondern auch Slots für passive Fähigkeiten eures Charakters. Hier ruft ihr die Karte auf, erstellt euch Playlists aus den lokalen Radiosendern, ein Feature, was ich in jedem GTA schmerzlich vermisst habe, und könnt jederzeit den Look eures Charakters ändern. Praktisch. Zeit für eine Hauptmission. Mit Beginn der Quest wird zwar von einer Sekunde auf den nächsten Tag, aber egal. Ein Hauch von Selbstironie ist spürbar. Und die Mission geht gut los. Das Setting, das Licht, alles macht Laune, bis es dann zum ersten Abschnitt kommt, in dem ihr nicht viel mehr seid als ein menschliches Maschinengewehr. Und zum zweiten und zum dritten. Dieses Rumgeballer hat das Verfallsdatum überschritten und leider sind diese Momente in Saints Row äußerst großzügig platziert. That is a fucking minigun! Fuck him up! Trotz allem schafft es das Spiel, bis zu diesem Zeitpunkt euch bei Laune zu halten. Mit einem Bulldozer wird kurzerhand eine alte Kirche zur Hauptbasis der Saints umfunktioniert und jetzt öffnet sich die Open World von Santo Eliso erst richtig. Ihr könnt jetzt Grundstücke in der Stadt mit fragwürdigen Unternehmen bebauen und Geld verdienen. Versucht euch im Versicherungsbetrug und schmeißt euch in den Straßenverkehr. Je doller es rumst, desto mehr Geld sackt ihr ein. Macht das Ganze bitte 6 Mal und der Bezirk gehört euch. Gerade diese Nebenbeschäftigungen, die eigentlich ein hervorragendes Mittel sind, um ein Spiel etwas aufzulockern, entwickelt sich eher zur Geduldsprobe als zu einer willkommenen Abwechslung. Beispiel: Klaut die Foodtrucks der anderen Fastfood-Restaurants, um selbst Platzhirsch zu werden. Das läuft dann so ab: Zum Foodtruck fahren, alle abknallen, Foodtruck klauen, auf dem Rückweg von einer KI verfolgt zu werden, wie ich sie so noch nie erlebt habe. Wagen abliefern und, na klar, alle Verfolger abknallen.
Besonders unangenehm ist es, dass ihr die Hauptmission nicht weiterspielen könnt, wenn ihr nicht mindestens 2 Bezirke unter eure Kontrolle gebracht habt. Dieses zwanghafte Questdesign kommt genauso altbacken daher wie das repetitive Kampfsystem. Saints Row wirkt einfach viel zu oft, als hätte es irgendwer in einem alten Giftschrank von vor 10 Jahren gefunden. Und hier noch ein paar Beispiele mit den Top 5 Gaming-Sünden, die eigentlich schon längst der Vergangenheit angehören sollten. Nummer 1. Eine Menge Abhol- und Bringmissionen. Nummer 2. Finisher-Moves, deren Choreografie sich nach dem dritten Mal ausgelutscht haben. Nummer 3. Eine leere Welt, die selbst Ubisofts Open Worlds aussehen lässt, als würden sie vor Leben sprühen. Nummer 4. Mit unendlich Munition vom Autodach alles zum Explodieren bringen. Nummer 5. Dialoge aus der Hölle. Kev's down. Snickerdoodle is definitely down. Oh, do not bring her into this. Leider wird es in den Hauptmissionen nicht wirklich besser. Ihr schaltet zwar die anderen Banden aus, aber das ist irgendwie egal. Man weiß nie richtig, wie weit man sich im Strang der Hauptgeschichte befindet, und wenn man nicht aufpasst, ist die Hauptstory in 10 Stunden durchgespielt. Interessante Charaktere wie der Marshall werden nicht zu Ende erklärt. Es fehlt überhaupt an wirklichen Widersachern. Auch die freischaltbaren Fähigkeiten ändern nichts an den immer gleichen Kämpfen. Eine Schwerelosigkeitsfalle auf die Gegner zu werfen, ist auf dem Papier ganz nett, im Spiel aber nicht so effektiv, wie die Gegnerwellen klassisch über den Haufen zu schießen. Neben Schießereien befindet ihr euch über lange Strecken im Auto. Das fühlt sich in Saints Row verwaschen und zu leicht an. Die RAM-Funktion funktioniert in Verfolgungsjagden überraschend gut, das Feedback der Autos ist aber kaum spürbar. Von den zahlreichen Bugs, die mir in meiner Testversion begegnet sind, habe ich noch gar nicht gesprochen. Zum Release des Spiels kam allerdings ein Day-One-Patch raus, deswegen möchte ich auf technischer Ebene nicht so sehr rumhacken. Vor den lebensgefährlichen Autotüren, einer KI, die das I im Namen nicht verdient, und euren teleportierenden Freunden müsst ihr aber auch nach dem Patch noch aufpassen. So, langsam ist mein Tank auf dem Reservestand angelangt. Neben den veralteten Spielmechaniken haut die Grafik den letzten Nagel in den Sarg dieses Beitrags. Und hiermit komme ich auf die Cutscene zurück, von der ich am Anfang gesprochen habe. Ich weiß nicht, ob wir vom Spiel Stray in letzter Zeit verwöhnt wurden, aber das ist doch keine Katze. Auch Kuro staunte bei diesen Szenen nicht schlecht. Ich konnte ihn trotzdem für eine Spritztour im Koop-Modus gewinnen. Yes! Man kann die Kampagne zusammen durchspielen, was zwar hilfreich, aber auch nicht spaßig ist. Es gibt keinen PvP-Modus, aber man kann sich gegenseitig Streiche spielen. Enttäuschend. Kuro musste dann auch leider wieder los. Es ist nicht schön, wenn es einem schwerfällt, gute Aspekte aus einem Werk herausfischen zu müssen, an dem so viele Leute über Jahre gearbeitet haben. Ein Spiel gut zu reden, hilft allerdings auch niemandem weiter. Es gibt auch coole Momente in Saints Row, aber die gehen unter im sich immer wiederholenden Gameplay-Loop. Ich hatte zu Beginn echt Lust, in eine neue Open World abzutauchen. Allerdings fühlt sich Saints Row an wie ein Spiel, über das sich Saints Row vor 10 Jahren selbst lustig gemacht hätte. Money fight! Auch der Humor, der den alten Saints Row-Spielen zu ihrer Nische verhalf, ist hier komplett fehl am Platz. Hier und da blitzt noch etwas Charme durch, aber ob das reicht, selbst Hardcore-Fans der Reihe zu fesseln, wage ich zu bezweifeln. Schade, dass Saints Row nicht viel mehr geworden ist als Bugs, Ballern und schlechte Gags. Bugs, Ballern und schlechte Gags. Bugs, Ballern und schlechte Gags. Das war's mal wieder mit Game 2 für diese Woche und auch mit der Gamescom. Aber wenn ihr trotzdem noch ein bisschen Messe-Feeling schnuppern wollt, dann schaut euch gerne mal unsere beiden Spezialfolgen von 10 von 10 an, die wir auf der Messe gedreht haben. Und wenn ihr gar keinen Bock mehr auf die Gamescom habt, dann schaut doch mal bei Cinema Strikes Back vorbei. Die erklären euch die Vorgeschichte zur neuen Herr-der-Ringe-Serie, die ja gerade gestartet ist. Oh ja, Wiederschauen. Reingehauen. Wiederschauen. Nee, jetzt hatte ich bereits reingehauen gesagt. Gut, dann reingehauen. Gut.